Ich kann ja mal so am Rande erwähnen, ich hatte eigentlich ein Spiel im Auge, was ich gerne als Ersatz für Krasse Story dann Let's Play hätte, nämlich Hammerfing. Falls der Titel einigen was sagt, aber das Problem bei Hammerfing ist ebenso, es ist released worden 1.0 und ist seitdem Abandonware. Da schreien auch schon die Leute im Forum, dass es nicht mehr fortgeführt wird, und auf sowas habe ich ehrlich gesagt echt keine Lust mehr. Ich kenne andere gute Spiele, die da in Frage kommen, die immer noch geupdatet werden. Eins, was ich mir zum Beispiel ins Auge gefasst habe, ist Rise of Ruins. Da ist vor kurzem erst eine neue Beta-Version von der neuen Test ist rausgekommen. Aber endgültig sicher bin ich mir noch nicht. Ich meine, ich habe auch mal ein Let's Show von einem anderen Spiel gemacht, Lord of Dwarves. Das ist leider ebenso Abandonware mittlerweile. Was ich echt schade finde. Also, was heißt Abandonware? Der Entwickler sagt, das Spiel ist fertig, er macht nichts mehr dran. Es ist dafür auch schon seit einer ganzen Weile kein Patch mehr oder ähnliches rausgekommen. Ach Mann, warum macht ihr das? Bring du mal runter und sammel den Stein ein. Danke. Ach ja, das kann ich abreißen. Hm.
So. Aber eigentlich habe ich es hier auf der Seite zu breit gemacht. Egal. Das ist schon wieder ein Stein, den er da seitlich unnötig rausgehauen hat. Das ist schon der dritte, der da fehlt. Oh, aber hier sieht gut aus. Ups. So. Ich glaube, ich mache aus denen hier schon mal Steine. So. Schick die jetzt erstmal hier hin. Wenn alle hier sind, schicke ich sie zum Flatten. Außer Tux. Ach nee, halt, Tux war bei dem. Ach egal, lass die Steine da liegen. Sind eh nur zwei Stück. Und ja, sobald die hier mit dem Auffüllen fertig sind, lassen wir die 7 erstmal die Umrandung weiterbauen, während die den Rest auffüllen. Bis die beiden Lager ziemlich leer sind. Also die beiden hier. Dann schicken wir sie wieder nach da oben. Und arbeiten uns so weiter vor. Also ja, eigentlich müsste ich für das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, die Mauer noch ein paar Blöcke höher ziehen, aber 3 sollten für uns mehr als ausreichend sein für eine schöne Castle-Story-Burg, die ich da geplant habe.
bin ja dann noch am Überlegen, wie ich es hier mitmachen soll. Weil das geht dann eins so. So ist okay. Die will ich halt noch benutzen. So als Dachschrägen. Ja, nur hier kann ich sie dann nicht drauf packen. Ja, auch nicht, aber so sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wären 4, 5, 6, 8. Habe ich mich verzählt? Habe ich mich verzählt, so wie es aussieht? Oh nee, es geht sogar 1 oder 2 mehr. Es geht, glaube ich, 10. Wäre praktisch. Wenn ich das so machen könnte, kann ich es noch weiter in die Länge ziehen. Versuchen wir noch 2. Aber ich glaube, das geht dann nicht mehr. Nein. Also 10 ist das Maximum. So, wie sieht es hier aus? Ein bisschen braucht es noch. Okay. Oh, sie fangen an, da hinten wegzunehmen. Auch gut. Wie gesagt, wenn dieses Ding leer ist und das so halber leer ist, dann fange ich an, wieder Steine abzubauen. Und wenn die dann anfangen, hier den Rest zu füllen, dann können die anderen schon mal hier drüben ziegeln.
Wichtig ist nur, dass es einfach irgendwie vorangeht. Na, nicht mehr lange und sie sind hier fertig. Oh, hier kann ich auch schon mal anfangen zu schieben. Mit Einbruch der Nacht und all dem wird es langsam mal wieder Zeit zu speichern und einen Cut zu machen. Also Save Override. Und dann sehen wir uns gleich wieder.